der Vorkurser rückpräsentiert worden, Hattig und auf 360 Grad hier präsentiert worden, die Burger King in Little Girl. Viel Spaß mit diesen beiden Teams. Vorrundengruppe 4. So, etwas verspätet melden wir uns auch tontechnisch wieder in der ersten Partie der Gruppe 4 mit dem Spiel Osnabrück gegen Schalke 04, aber Tore haben wir nicht verpasst, sodass wir jetzt ganz locker einsteigen können. Der VfL Osnabrück zum 15. Mal dabei im Turnier, Schalke zum 12. Mal. Gewonnen hat den Cup hier noch keiner von beiden. In dieser Hinsicht zwei unbefleckte Mannschaften. Und da ist das 1:0 für die Schalker. Torschütze Ahmet Kutucu. Blau und Weiß geht in Führung Ahmet Kutucu mit der Nummer 8 für den FC Schalke. Spielstand 0:1. Für die Blau-Weißen. Die hier mit einem ganz prominenten Trainer angereist sind. Letztes Jahr war es schon prominent mit Frank Fahrenhorst, der jetzt aber U17-Trainer. Mittlerweile ist Stefan Schmidt Trainer der U16 der Blau-Weißen, der Knappenschmiede. Stefan Schmidt war schon Cheftrainer der Profimannschaften vom SC Paderborn, NEG Cottbus. Zuvor U19-Trainer, unter anderem bei Hertha BSC Berlin, dem VfL Wolfsburg gewesen. In Wolfsburg gewann er auch die deutsche Meisterschaft. Machen sich da einen großen Namen. Schmidt war einer der Hauptdarsteller einer Trainerdokumentation, da unter anderem auch André Schubert, der Chefcoach von Borussia Mönchengladbach, mit Hauptdarsteller. Schmidt,
damals Trainer beim SC Paderborn. Machte damals einen sehr, sehr selbstbewussten Eindruck. Zum Beispiel das Zitat: Ich werde auf jeden Fall Bundesliga-Trainer. Das ist sicher. Wird hier das 2-0 für Schalke fällt. Justin Nice. Gegen die Osnabrücker. Ja, nach diesen beiden Stationen hat er erstmal durchgepustet, sich weitergebildet, alles sacken lassen. Und jetzt gesagt, jetzt habe ich einen Schritt zur Seite gemacht. Ich kenne beide Varianten. Wir nehmen erst den Angriff der Schalker nochmal mit. Möglichkeit zum 3-0. Aber Angriff vereitelt. Also Stefan Schmidt hat gesagt, ich kenne jetzt beide Seiten. Ich kenne den Jugendbereich und den Seniorenbereich. Das ist für einen Jugendtrainer von Vorteil, weil ich genau weiß, worauf es bei den Jungs ankommt, wenn sie Profi werden wollen, welche Anforderungen werden an sie gestellt. Da ist sicherlich etwas dran. Der Abschluss für Schalke, die einen deutlich stärkeren Eindruck machen. Liegen technisch beide Vereine auf Augenhöhe. Osnabrück in der Niedersachsenliga. Allerdings da auf Platz 13. Auf einem Abstiegsplatz. Der FC Schalke 04 in der Westfalenliga aktiv. Das ist das Pendant der Niedersachsenliga. Dort die Schalker Tabellensiebter. Also auch nicht ganz im Sinne der Ansprüche in der knappen Schmiede. Natürlich muss man gerade im Jugendbereich Tabellenplätze grundsätzlich differenziert sehen. Und auch wir wissen ja nicht, wie viele Spieler dieses Jahrgangs vielleicht ja auch schon in der U17 spielen. Hier der Abschluss von Ramin Elahi. Und der Treffer! Zum 13-0 für Schalke, die das hier ganz souverän im Griff haben. Ramin Elahi im zweiten Versuch. Entschuldigung, Umut Yildiz. Mit dem Verein vertan. Da ist wieder Yildiz. Jetzt gefoult von Matti Luka Löker. So schön gespielt, aber dann verzogen der Abschluss. Jetzt war es aber Ramin Elahi. Zweimal fälschlicherweise erwähnt. Jetzt war er wirklich am Ball. Verzog aber die Kugel. Freistoß für die Lila-Weißen aus Niedersachsen. Schauen wir bei den Schalkern ein wenig zurück. Dann haben wir ganz, ganz prominente Namen, die hier schon für die Blau-Weißen aktiv waren. Unter anderem ein Weltmeister war dabei mit Manuel Neuer. Ja, also hier in Lübeck auf der Platte. Julian Draxler war hier. Profi in Wolfsburg, Tim Hoogland, mittlerweile in Bochum aktiv, Max Meyer, das Talent der Schalker war hier, Kahn Eihahn, auch noch bei Schalke, Patrick Rakowski, mittlerweile im 1. FC Nürnberg, für Schalke hier gespielt, und auch Mirko Boland, Eintracht Braunschweig, aber natürlich Neuer, Draxler, Meyer, die Zugpferde. Und der Treffer zum 4-0 für den FC Schalke 04.
Ahmed Kutucu sorgt für ganz klare Verhältnisse. 5 Minuten vor dem Ende. Jetzt mal der Abschluss, aber wieder daneben. An den Osnabrückern fehlt da die Zielstrebigkeit. Wir haben einen Mundsache, wir haben ein Portemonnaie gefunden, das vor dem dritten Raum verloren gegangen ist. Ein Totenkopf-Portemonnaie. Ein Totenkopf-Portemonnaie. Verloren haben wir gut beschreiben, bei der ganzen Abholung und an einem Infokounter am Eingang zum Innenraum. Nächster Abschluss. Aber Laurenz Beckemeyer ist zur Stelle. Ist schon ein Qualitätsunterschied zu sehen in diesem Spiel zwischen beiden Mannschaften. Und da ist das 5:0. Das sagt das auch im Ergebnis aus. Zusammenspieler Dave Konietzny und Lukas Steinröther vollendet das Ganze. 5:0. Der lange Ball. 3 Minuten vor dem Ende. Jetzt mal die Drehung. Chance zum 6:0 und der passt fast. Justin Nice hier. Es gibt schon so ein paar Vereine, die richtig für Ausführungszeichen sorgen. Dortmund mit der Gala. Schalke jetzt führt 5:0. Urubitz. Teams in Frühform. Jetzt Freistoß. Für die Osnabrücker. Und auch der passt nicht diesmal, Ivan Gebunic. Gehalten und da ist der Ehrentreffer. Enno Bührmeier. Mit dem Tor. Und hier gab es gerade einen Lutscher von Mainz 05 für die Stimme. Ein cooles Geschenk der Mainzer. Also auch das im letzten Jahr schon ganz sympathisches Auftreten hier der Mainzer. Und auch in diesem Jahr immer vor allem Spaß zu haben. Von oben bis unten einfach ein toller Verein. Abschluss aus der Drehung und wieder guter Abschluss. Umo Dielis 6:1. Es ist ein steuerlicher Auftritt. Und hier geht's mit der Nummer 7. 1:6 heißt es mittlerweile. Und es geht in die letzte Spielminute. Und die Osnabrücker werden froh sein, dass es in weniger als 60 Sekunden vorbei ist. Wobei sie sich hier nicht aufgeben. Halten dagegen, so gut es eben geht. Der Ball trudelt über die Linie und ich glaube, es war Benedikt Sabel, der noch mit der Fußspitze dran war, 2:6. Also das nochmal zielführend dafür. Sie geben sich ja nicht auf. Sie halten bis zum Ende dagegen. Aber es ist nochmal ein deutliches Ergebnis. Mit diesem 6:2. Das war ein Foulspiel. Abschlussmöglichkeit nochmal.
Aber auch körperlich, wenn man hier Adrian Lenz sieht, nach Sascha Stach, schon ein Unterschied zwischen den Schalkern, die dann doch etwas größer, körperlich stärker wirken. Sicherlich ein Grund. Mit Abschluss quergelegt, 7:2. Umodilis, das sieht nach Hallenfußball aus. 20 Sekunden vor dem Ende. Auf Vorbereitung Jonathan Kissing. Das war 15. Beide endlich ein Scorerpunkt. Wir suchen den besten Scorer der Prüfung ganz 2060. Torvorlage, die heute ein Punkt. Auch für diese beiden. Nochmal quergelegt, aber jetzt 4 Sekunden vor dem Ende wird es. Mit Schalke 04 sein Auftaktspiel mit 7:2 gewinnen. Wir melden uns gleich wieder mit der letzten Partie des ersten Spieltags.